Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Weekly Meeting. Nummer 4, oder? Oder 5? Ich weiß es wirklich nicht. Lotta, ich weiß nicht, was mit dir geht. Was ist los? Willst du weg? Ich glaube nicht, dass du rausgehen möchtest. Es regnet nämlich. Und Lotta steht nicht sonderlich auf Regen. Naja, auf jeden Fall. Heute ist Samstag. Heute gehe ich heute Abend zu Radio Nukular. Vorher gehe ich Bücher kaufen. So sieht meine Tagesplanung aus. Jetzt muss ich erstmal einkaufen fahren, weil ich nichts zu essen habe. Ich muss frühstücken und ich habe nichts zum Frühstücken da. Hier, ich habe Maggerottis, habe ich jetzt gerade an. Aber man darf die ja nicht ausmachen, wenn die noch nicht gepult sind. Deswegen. Nein, die ist noch nicht gepult. Ich muss sie doch dann anlassen. Ich verstehe nicht, wie die ganzen Leute das machen. Verlasst ihr euer Haus und lasst eure Kerze an? Ich kann das nicht. Ich habe jetzt ja gestern mit The Deal angefangen und finde es eigentlich ganz gut. Aber die redet die ganze Zeit über ein Thema, was mich ein bisschen nervt. Also auf jeder zweiten Seite kommt dieses eine Thema wieder zum Vorschein und irgendwie finde ich sie nervig. Ich finde es auch ganz witzig, weil. Es ist ja, also von Marie und mir ist ja der Deal, dass ich The Deal lese und sie Paper Princess. Und sie hat mir gestern auch eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, die ist so voll anstrengend. Und ja, also ich finde die von The Deal auch ein bisschen anstrengend, aber geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Ich werde jetzt einkaufen gehen. Tschüss! Hello! Verzeiht das schlechte Licht. Es ist echt super schlecht. Aber es ist jetzt. Es ist schon dunkel. Es wird so früh dunkel. Wie viel Uhr haben wir? 21:24 Uhr. Und tada! Ich habe gerade The Deal beendet. Ich räume das jetzt hier gleich mal weg. Wo ist es denn? Ach, hier. Da oben stehen sie. Ich will gleich mal gucken. Um wen es denn bei The Mistake gibt? Ich schätze mal Logan. Ja, natürlich. Wer auch sonst? Naja. Das war der Einzige, der da irgendwie öfter mal Thema war. Ja, also, ich bin nicht so hyped wie alle anderen. Aber ich schätze mal, das liegt daran, dass alle so hyped waren. Dass ich so viel erwartet habe. Und dass deswegen so ist. Weil. Marie ist übrigens schon mit allen drei Teilen Paper Passion, Paper Passion, der Paper-Reihe, die drei auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie mit Paper Passion schon angefangen hat, aber ich habe gerade gesehen, sie nimmt gerade schon eine Sprachnachricht auf. Also, Beweis, so viel zu ihrer Schnelligkeit und meiner Schnelligkeit. In der Zeit, wo ich ein Buch gelesen habe, hat sie drei gelesen. Wenn nicht sogar vier, wenn sie jetzt nicht schon mit Paper Passion fertig ist. Ja, ich habe auf Goodreads gesehen, sie hat dem Buch auch nur 4 Sterne gegeben. Ja. Aber sie hat allen Teilen 4 Sterne gegeben. Ich habe dem dritten ja nur noch 3 gegeben. Ich habe jetzt schon überlegt, was ich lese. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Paper Passion direkt lesen will. Ich bin nicht schon bereit dazu. Ich war aber heute auch sehr produktiv. Also muss man schon mal sagen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, war im Fitnessstudio. Dann habe ich gelesen und geschlafen abwechselnd. Dann war ich einkaufen, genau, ich war einkaufen. Ich habe im Aldi Berberitze gesehen. Bei Berberitze muss ich immer an Bibi Blocksberg denken. Kennt ihr den Bibi Blocksberg-Film? Berber, nee, Berberitze oder so. Und dann ging es auch um Berberitze. Ich habe viel erlebt heute beim Einkaufen. Ich hab bei Just Spices bestellt. Das kommt auch morgen. Ich habe super viel da bestellt. Ich habe das Kürbisgewürz bestellt. Und deswegen habe ich 2 Kürbisse gekauft. Solange es sie noch gibt, nicht wahr? Und Kleber habe ich gekauft, damit ich mal mein Fotoalbum weitermachen kann. Und ich habe ja die limitierte Edition von John Green gekauft. Mit der Signatur da drinnen. Keine Ahnung, worum es da geht, aber Hauptallo ist limitiert, da ist eine Nummer drinne. Das würde ich ja auch gerne lesen. Paper Passion wartet aber auch auf mich.
Aber ich glaube, jetzt heute fange ich sowieso nichts mehr an. Ich höre mir jetzt erstmal die Sprachnachricht von Marie an. Wollen wir mal gucken, wie lang sie ist? Ich wollte gerade sagen, nur eine Minute. Das kann aber nicht sein. Okay. Vorher waren schon 9 Minuten. Also, ich höre mir das jetzt an. Tschüss. So, ich melde mich jetzt doch nochmal zurück. Ich habe mich jetzt mit Marie ausreichend besprochen. Unsere gegenseitigen Rezensionen. Sie mochte Reed nicht so. Also sie ist nicht warm mit ihm geworden, aber sie fand das Buch trotzdem gut. Bei mir ist es ja genauso. Ich mochte Garrett nicht so. Obwohl, es kann ja auch nicht so sein, dass ich ihn nicht mochte. Ich mochte die beiden. Ich fand die beiden irgendwie teilweise ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, ich weiß auch nicht so recht. Also ich gebe dem Buch auf jeden Fall 4 Sterne. Es ist trotzdem eine super Geschichte, die man lesen sollte. Der Schreibstil ist super. Also man liest das super schnell weg. Also ich bin ja einfach kein schneller Leser. Man mag es kaum glauben, wenn man sieht, dass ich in den letzten 2 Monaten ziemlich viele Bücher gelesen habe. Aber das war halt einfach, weil ich letzten Monat krank war. Und das war der Monat davor. Ich glaube, da hatte ich Urlaub oder so. Deswegen, wenn ich arbeiten gehe, schaffe ich einfach nicht so viel zu lesen. Ich habe jetzt auf jeden Fall entschieden, ich habe eben schon angefangen, die erste Seite zu lesen. Jetzt Paper Passion lese. Ja. Weil Marie ist schon auf 100, Seite 160. Sie vor mir fertig, obwohl die 3 Bücher gelesen hat und nicht nur 1. Unverschämt, wirklich. Ja. Und danach habe ich entschieden, werde ich Tintenherz rereaden, weil ich im Dezember, ja, um die Weihnachtszeit drum, ich glaube am 26. am ersten Weihnachtsfeiertag gehe ich zum Theaterstück hier in der Stadt. Die führen Tintenherz auf. Da freue ich mich schon mega drauf. Die haben nämlich ich war schon 2 Mal da und da haben die beide Male Krabbart aufgeführt. Da habe ich aber das Buch von nicht gelesen. Aber es war immer super. Deswegen will ich das auf jeden Fall nochmal lesen und ich will auch die anderen beiden Teile lesen, weil die habe ich nie gelesen. Richtig traurig, weil ich die nicht hatte. Und das habe ich für 1 Euro als Mängelexemplar gekauft und da ist einfach nichts dran. Ist aber ein Mängelexemplar-Dings, ja, aber ganz schwach. Seht ihr das, wie schwach das ist? Hier so. Ganz schwach Mängelexemplar steht da drauf. Das hat nur 1 Euro gekostet und es sieht super aus. Und ich weiß noch, ich habe es geliebt. Wie viele Seiten hat es eigentlich? Ja, schon ein paar, ne? Ich werde jetzt aber, denke ich mal, schauen, weil ich habe jetzt den ganzen Tag gelesen. Ich werde jetzt Riverdale, glaube ich, anfangen. Ich habe jetzt Lust auf Riverdale und wir haben aber schon wieder so spät, ne? Kann ich schon wieder gleich schlafen gehen. Schon wieder Tag, schon wieder gelaufen. Bis die Tage. Tschüss. Hello. Heute ist... Ich habe Urlaub. Ich habe keine Ahnung, was für ein Wochentag ist. Dienstag, glaube ich. Ja, gestern war Montag, ne? Ja. Ich habe jetzt schon Team langsamer Leser, ich habe jetzt schon, ich wollte gerade sagen 200 Seiten, nein, 100 Seiten bei Paper Passion gelesen. Ich liebe Easton einfach. Wäre Easton nicht Easton, würde ich das Buch wahrscheinlich langweilig finden. Also bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, aber Easton ist witzig. Und er sagt auch selber so, warum magst du mich nicht, ich bin doch witzig. Ich habe aber eben Post bekommen. Din, ist voll schön verpackt. Ich war auch irgendwie der Annahme, dass es riesig sein muss, weil ich das Gefühl habe, ich habe mega viel bestellt. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich überhaupt bestellt habe. Überhaupt nicht. Ich mache das jetzt mal auf. Aber wie soll man... Ach, das ist unten. Ach so, okay. Ja, okay, das Sticker klebt unten. Dann muss ich hier... Woo! Es platzt auch. Oh ja. Ah, süß. Din, din, din. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinpacken soll. Ich habe echt keinen Plan mehr, was ich überhaupt alles bestellt habe. Also den wollte ich unbedingt haben. Den Italian Allrounder. Ich glaube, ich muss euch mal anders hinstellen. Ich muss Bücher wieder aufbauen. Mein Stativ wurde mir wieder geraubt. Mein Licht auch. So, so ist besser. Also hier, die Italian Allrounder, den gab es umsonst dazu. Er hat aber eine normale Größe, also, ja. Mir wurde erst auf Instagram so ein Werbebeitrag angezeigt, wo ein Code drin stand, womit man den umsonst dazu bekommt. Ja,
dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir jetzt Sachen aus und bestelle jetzt. Und was war, ich habe diesen Werbebeitrag einfach nicht mehr gefunden. Ich konnte es auch nicht ergoogeln, aber ich folge jemanden, die irgendwie dauerhaft immer einen Code dafür hat. Und dann habe ich den halt, ich wusste, dass sie einen Code hat, also bin ich auf ihre Seite und habe geguckt, was das für ein Code war. Und es war glücklicherweise der gleiche. Ah, okay, ist nochmal extra zu. Das finde ich ja ganz toll. So sieht es aus. Tja, heute kein Bücherthema, aber Freunde, man muss auch mal was essen. Dann habe ich hier das Rührei-Gewürz. Oh, die kann man auch voll schön stapeln. Voll gut. Dann habe ich das Kräuterquark-Gewürz. Was habe ich noch? Pommes-Gewürz. Da meinten die meisten ja, das wäre nicht so gut. Ich rieche da gleich mal dran. Es riecht super nach Curry. Ja, mal schauen. Weil diese Pommesgewürze, die es gibt, die sind ja nicht sonderlich gesund, ne? Die sind ja voller ungesunder Sachen. Geschmacksverstärker und sonst was. Was ist hier drin? Meersalz, Tomate, Zwiebeln, Kurkuma, schwarzer Pfeffer, Paprika, Muskatnuss, Ingwer, Kreuzkümmel und Rauch. Wir sind noch lange nicht am Ende, Freunde. Das war voll teuer hier. Das hat 6 Euro gekostet. Berry Joghurt Spice. Ich glaube, das mache ich gleich mal in mein Frühstück rein. Sehr rot. Das sieht in der Kamera total hell aus. In echt ist viel, viel dunkler. Dann Fitness-Dressing-Mix. Ja. Tomaten-Dressing-Mix. Ich finde, der Typ, der erinnert mich an irgendwen. Ich kann ja aber nicht mehr sagen, an wen. Also irgendwie kommt der mir bekannt vor. Ich kenne den Macher vom Tomaten-Dressing. Mix. Oh, Ravioli-Gewürz. Ich dachte, ich kann das vielleicht einfach in Tomatensauce machen, dann schmeckt das wie Ravioli. So waren meine Gedankengänge. Und Pizzagewürz. Pizzagewürz braucht man immer. Immer, immer. Ist auch der gleiche Typ. Juhu, dein Winter wird würzig. Finde ich ja süß in so einem Umschlag und nicht einfach so da drin. Oh, wie cool! Hier kann man einen Weihnachtsbaum online bestellen. Okay, brauche ich jetzt nicht. Und hier Spicy News. Das ist ja voll cool gemacht. Also, die geben sich echt Mühe. Finde ich super. Ach, wie cool. Und hier ist so ein Rätsel. Wenn man das gelöst hat, dann kriegt man 2 Überraschungsminis bei der nächsten Bestellung. Das ist ja cool. Guck mal, Lebkuchengewürz. Ich kann meine Lebkuchen-Pancakes machen. Das. Beim Lebkuchengewürz hatte ich auch erst überlegt, ob ich das bestelle. Aha, und was ist hier noch? Oh, hier ist noch ein Umschlag. Mensch, das ist ja wie Weihnachten hier. Voll schöne Werbung. Ach, ein Brief. Ah. Da kann man einen Brief schreiben. Hashtag, was ich sagen wollte. Beschere deinen Liebsten die schönsten Weihnachten, die sie je hatten. Wie? Na, mit deinen Worten. Schnapp dir den schönsten Stift, den du hast und schreib deine Gedanken auf unserem beigelegten Briefpapier nieder. Ein schöneres Geschenk kannst du ihnen nicht machen. Voll die schöne Idee. Also, Just Spices. Mega. Ich habe mir gestern... Hä? Wo ist das Kürbisgewürz? Ich habe doch extra Kürbisgewürz bestellt. Habe doch extra Kürbis gestern gekauft. Der Kürbis ist nicht dabei. Ich habe doch gestern noch erzählt, wie Kürbisgewürz bestellt. Habe ich das vielleicht aus Versehen nicht bestellt? Nein, es steht nicht mit drauf. Mann. Das ist doch jetzt echt blöd. Ich habe extra Kürbis gekauft. Mann. Das fiel mir jetzt gerade so auf. Also, ich bestelle gleich nochmal Kürbisgewürz. Kann ich gleich meinen Code verwenden, den ich bekommen habe. Na gut. Übrigens habe ich gestern wirklich noch mit Riverdale angefangen. Und Riverdale, oh mein Gott, ich war so müde. Ich war so müde, als ich angefangen habe, war ja schon nach 10. Und... ich hätte nicht gedacht, dass ich mehrere Folgen schaffe. Ich war nach der ersten Folge, war ich so, oh mein Gott, das ist so gut. Aber ich bin so müde, ich muss schlafen. Und dann habe ich gesagt, nein, noch eine Folge. Und dann habe ich wirklich noch 3 Folgen geguckt.
Also nach der zweiten habe ich gesagt, okay, da muss ich wirklich schlafen gehen. Weil mein Körper hat schon geschmerzt vor Müdigkeit. Und dann, ich bin bei der dritten Folge mittendrin kurz eingeschlafen. Also aber auch nur ganz kurz. Ich konnte noch folgen. Nun gut, kein Kürbisgewürz. Aber Riverdale, ich hätte niemals gedacht, dass das so gut ist. Also ich wusste zwar, dass es viele mögen, aber es hat jetzt auch keiner so krass gehypt. Ne? Dass, oh mein Gott, Riverdale ist die beste Serie der Welt. Für mich ist das jetzt die beste Serie der Welt. Und ich mag auch meistens nicht die Serien, die so gehypt werden. Also Orange is the New Black zum Beispiel, war okay, mochte ich aber nicht so gerne, wie jetzt immer so getan wird. Was war noch so hyped? Breaking Bad. Ich glaube, ich habe mir eine Folge angucken, dann lasst mal. Ich weiß nicht. Also meistens ist es so, Serien, die so mega gehypt sind, finde ich nicht so gut. Pretty Little Liars ist eine, die wird ja schon ein bisschen gehypt, die liebe ich aber auch. Obwohl man sagen muss, dass sie auch viel Blödsinn in den letzten Staffeln gemacht haben. Bin jetzt mal auf die siebte gespannt. Die sechste, kam die sechste jetzt raus? Ja, die sechste kam raus. Die sechste war jetzt die erste Staffel, die ich vorher nicht auf Englisch gesehen hatte und wo ich überrascht war. Und ich sage euch, Freunde, ohne zu spoilern, sie hätten einfach in diesem Halbstaffelfinale, also was war es, nach 10 oder 12 Folgen von der sechsten Staffel hätten sie die Serie einfach beenden sollen. Aber dann mussten sie noch eine Staffel machen. Noch eine halbe und dann noch eine. Und dann wurde es kacke. Also mir gefällt die zweite Hälfte von der sechsten Staffel überhaupt nicht. Ich habe mich richtig drüber aufgeregt. Nur gut. Jetzt habe ich schon wieder so lange gequatscht. Tut mir leid. Ich werde mich heute wieder Paper Passion widmen und vielleicht werde ich fertig, aber nee. Nee, niemals. Niemals werde ich fertig. Ich habe 200 noch was Seiten und wir haben jetzt schon 12 Uhr. Ja, also. Aber ich werde jetzt hier meine Gewürze verräumen. Hello. Ich war gerade einkaufen. Ich habe mir ja geschworen, ich kaufe keine Bücher, aber ich habe Berühre mich nicht gekauft. Ich habe auch gestern übrigens, ich muss hier mal Licht anmachen, ich sehe nämlich überhaupt nichts. Ich habe nämlich gestern noch, was habe ich nochmal gelesen? Ach, Paper Passion habe ich gelesen. Paper Passion habe ich zu Ende gelesen. Also fand ich ganz gut. Also der Cliffhanger am Ende war... Das wusste ich aber vorher schon. Ich wusste vorher schon, dass es einen Cliffhanger geben wird. Ja. Ich bin heute einkaufen gefahren, weil ich wollte einen Weihnachtspullover. Ich wollte einen leuchtenden, richtig hässlichen Weihnachtspullover. Das habe ich sogar bekommen. Und den wollte ich euch zeigen. Meine Mutter hat sich einen Olaf-Pullover gekauft. Aber da ist der Olaf drauf. Hier, ich habe ihn. Also. Das ist ein Rentier und das Rentier, ja, wer da beim Weihnachtsessen gerne epileptischen Anfälle bekommt, dann weiß ich auch nicht, ja? Ich liebe das. Ich habe übrigens oben die ganze Zeit gesucht und hab die nicht gefunden. Und dann waren wir unten bei den Männern und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt erst nochmal bei den Männern nach Weihnachtspullovern gucken. Und tada, er war bei den Männern. Mega cool. Ja, es gibt ja auch so Pullover, die singen auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Weihnachtspullover, deswegen bin ich eigentlich los. Hier, das fand ich auch super. Mein Motto. I love dogs more than people. Ja, das ist ein normales T-Shirt. Ich habe auch bei Deichmann Lacroix für die Mega. Ich habe eigentlich andere Schuhe haben wollen, aber die gab es leider nicht mehr in meiner Größe. War ich super traurig. Hier, das ist mein anderes Weihnachtsshirt. Ey, liebe ich. Die Grinch. My resting Grinch face, ja. Ich habe nämlich auf Wish habe ich so ein Grumpy Cat Weihnachtsshirt gesehen. Da steht drauf, I hear Santa in the roof oder so. So, I turned on the fireplace. Ich habe eine Mütze, aber die passt mir bestimmt wieder nicht. Ja, Jasmin läuft. Seht ihr, pressieren. Also wirklich, ich hab einen riesen Kopf und da passen einfach keine Mützen drunter, aber geht. Aber ich habe hier oben ja auch noch einen Dutt, ne?
Auf jeden Fall habe ich ja gestern das Buch zu Ende gelesen und habe dann heute Berühre mich nicht gekauft. Ich wollte eigentlich nicht in den Thalia, also ich habe mich eigentlich geweigert. Aber dann war da ein Starbucks und wenn ich Kaffee in der Hand habe, muss ich zu den Büchern. Und deswegen war ich dann doch da, aber ich habe mich zusammengerissen. Ich wollte nicht zu viel kaufen. Ich war nämlich auch schon so kurz davor, das neue Colleen Hoover Buch zu kaufen. Und was noch? Ach, diese von Bianca Iosifoni, wie heißt die? Ich habe ja zurzeit irgendwie ein Problem mit Büchern. Ich habe da mit Marie auch jetzt nochmal drüber gesprochen. Sie denkt auch, es liegt an mir und nicht an den Büchern. Ich denke das ja auch, weil die zwei letzten Bücher, die ich gelesen habe, also Paper Passion und, nee, die drei letzten eigentlich, die waren ja, die haben mir von der Geschichte her alle gefallen, aber die haben mich irgendwie nicht mitgenommen. Also die haben mich nicht gepackt so. Und ich glaube, dass das nicht sein kann, weil ich die Paper-Reihe ja liebe. Und dass es nicht am Paper Passion liegt. Ich glaube, es liegt wirklich an mir. Vielleicht habe ich in letzter Zeit einfach zu viel auf einmal gelesen. Deswegen habe ich auch gestern nicht direkt was Neues angefangen. Aber im Auto war es mir jetzt zu langweilig, weil dann habe ich halt Berühre mich nicht schon angefangen. Oh ja, ich habe mir noch Grinch Socken gekauft. Also, der Grinch ist Grumpy Cat in der Weihnachtszeit. Ich bin der Grinch und obwohl ich nicht Grinchy bin, also ich liebe Weihnachten, aber... Ach ja, I hate. Und da ist der Grinchy. Meine Mutter strickt ja und deswegen war sie im Idee. Und ja, und ich habe draußen gewartet, habe mir was zu trinken geholt und habe mich dann draußen auf so eine Bank gesetzt. Neben mir. Ich war schockiert. Ich habe das eben schon auf Insta-Stories erzählt, weil ich bin schockiert. Da war ein Kind, so, ich weiß nicht, so zwischen 6 und 8 würde ich mal schätzen. Und das Kind hat einen Kakao getrunken und hat es auf diese Bank verschüttet. Also es waren nicht viele Tropfen, also es war okay. So, und der Typ, der hatte wohl offensichtlich nichts zum Aufwischen, der halt mit dem Kind da war. Also es war ein älterer Mann. Und statt es einfach dann mit seinem Pullover aufzuwischen, geht er hin und hat das aufgeleckt mit seiner Zunge wie ein Hund. Ich war richtig schockiert. Ich saß da so, okay, Also, das ist doch ein bisschen eklig, oder? Wo die Menschen mit ihrem Po drauf sitzen, das einfach mit seiner Zunge aufzulegen. Na gut. Leben und leben lassen, ne? Ich werde jetzt meine Tüten hier auspacken. Tschüss. Hallöchen. Wir haben jetzt heute Freitag. Ja. Ich habe noch nicht sehr viel weiter bei... Berühre mich nicht gelesen, aber mit dem lasse ich mir jetzt auch Zeit. Ich hatte auch gestern keine Zeit zu lesen, weil ich habe Haare gefärbt. Ich habe auch nach dem Haarefärben habe ich ein Video geschnitten und dann dachte ich mir so, oh, zum Glück hast du gerade Haare gefärbt. Du siehst ja richtig schlimm aus. Im Fitnessstudio nach dem Haarefärben ist es auch mal sehr schön, weil dann alles so pink an mir runterläuft. Also, ja. Ich war zwischendrin, als ich so trainiert habe, fasste ich mich so an und meine ganzen Hände waren rot. Und ich so, oh, du siehst bestimmt gerade wieder richtig schlimm aus. Aber was will ich machen? So. Mein Handtuch aus dem Fitnessstudio ist schon extra pink. Damit es nicht auffällt. Ja, es ist auch mehr rot diesmal als sonst, weil ich hatte kein Lila mehr da. Ich färbe normal mit Rot, Violett, also die letzten zweimal. Davor habe ich immer pures Rot und Rot und so ein Spritzer Rot-Violett reingemacht, damit es nicht so grellrot. Also jetzt habe ich wirklich nur pur Rot. Und es ist halt so, hallo, ich arbeite bei der Feuerwehr. So eine Farbe ist das. Und ja, die letzten Mal habe ich nur noch Rot-Violett gemacht, ohne pures Rot reinzumachen. Das ist halt deutlich dunkler. Es ist noch rot, aber es ist halt ein deutlicher lila Einschlag, der jetzt nicht mehr ist. Aber ich hatte leider kein Rot-Violett mehr und habe noch so 10 Flaschen pures Rot, weil ich ja früher nur pures Rot genommen habe. Und ich habe heute mal wieder Lidstrich. Das ist voll komisch, weil ich habe in meinem Make-up and Books Tag habe ich erzählt, dass ich zu blöd bin, meine Sachen zu verschließen und deswegen keinen Eyeliner mehr habe. Ich hatte diesen Cushion Eyeliner, das ist ja so ein Schwamm, der da drin ist. Und den fand ich mega und den hatte ich von Catrice. Und ich habe den einfach nirgendwo mehr bekommen. Ich habe überall gesucht und gesucht. Und gestern bin ich dann nochmal zu Müller gefahren. Ich dachte, okay, wenn die ganzen DMs in der Nähe, die nicht haben, vielleicht,
der Müller, er hatte ihn natürlich auch nicht, aber ich habe gesehen, Essence hat einen. Also habe ich den von Essence mitgenommen und die sind ja von der gleichen Firma. Also die gehören ja beide zu Cosnova. Die haben zwar auch gleiche Sachen, aber vielleicht hat deswegen jetzt nur noch Essence den. Auf jeden Fall habe ich den von Essence mitgenommen. Und er funktioniert auch super. Und einen neuen Lippenstift, weil bei Sleek stand riesen Fett dran, 10%. Und dann dachte ich, okay, dann probiere ich es nochmal mit den Liquid Lipsticks von Sleek. Weil ich fand die nicht... Ich habe einen aus London mitgebracht bekommen von Marie. Und den fand ich nicht so gut, weil der war zu trocken. Ich habe eigentlich kein Problem mit zu trocken, aber der ist so... Die Lippen ziehen sich zusammen wie ein Katzenpopo trocken. So hat sich das angefühlt. Aber der ist jetzt ganz gut. Ja, der ist überhaupt nicht trocken. Es klingelt. Vielleicht ist das mein Rebuy-Paket. War nicht mein Rebuy-Paket. Also, ich habe bei Rebuy übrigens bestellt, aber schon vor 5 Tagen. Ich dachte, vielleicht kommt das langsam, aber die haben die E-Mail schon reingeschrieben, dass sie das Essen in 7 Tagen verschicken. Brauchen ganz schön lange. Nun gut, ich beende das Weekly Reading jetzt hier, weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich werde morgen auch, wenn ich so lange unterwegs bin, nicht im Büro mich weiterlesen. Ich werde mein Kindle mitnehmen. Weil ich fahre Bus im Dunkeln und der Kindle leuchtet wenigstens. So. Und ich hoffe, mein Rebuy-Paket kommt vielleicht irgendwann mal. Vielleicht kommt es morgen. Übrigens, das muss ich noch sagen. Riverdale habe ich die erste Staffel schon durchgeguckt. Find's mega. Mega. Ich will als nicht weitergucken, weil irgendwann ist ja dann vorbei und dann kommen ja die Folgen nur noch wöchentlich. Und ich finde das ein bisschen blöd. Nur wöchentlich. Ich möchte das Binge-Watchen. Netflix, bitte. Okay. Tschüss. Bis vielleicht nächste Woche. Ich weiß noch nicht. Tschüss.